Und am Wort ist Thomas Scherer-Bauer von den Freiheitlichen. Die Novelle zum Ärztegesetz enthält drei wesentliche Punkte für die Verbesserung der Vorsorge. Notarztausbildung, Anstellung von Ärzten bei Ärzten, Beistand für Sterbende. Nachdem ein Mangel an Notärzten besteht, können künftig auch Turnusärzte unter bestimmten Voraussetzungen diese Versorgungstätigkeit übernehmen. Daher wird es einen kurzen, intensiven und zielgerichteten Ausbildungslehrgang für junge Ärzte geben, damit diese schnell auch als Notarzt einsetzbar sind. Das sind 80 Lehreinheiten in Theorie und Praxis sowie die Teilnahme an 20 dokumentierten notärztlichen Einsätzen. In einigen Bundesländern sind diese Module bereits in der Basisausbildung integriert. Die entsprechende Notarztverordnung wird durch die österreichische Ärztekammer erlassen. Im zweiten angeführten Punkt geht es um die schon seit mehreren Jahren geforderte Regelung zur Anstellung von Ärzten im niedergelassenen Bereich. Zum Beispiel bei einem Arzt-Ehepaar, während sie als Ärztin die Blutabnahme und Fusionstherapien erledigt, kann sich er als Arzt um die Notfälle und wartende Patienten kümmern. Auch als Arztkollege ist so eine Arbeitsteilung flexibler möglich. Bei mehreren Ärzten lassen sich auch Öffnungszeiten für die Patienten kundenfreundlicher und für die Ärzte familienfreundlicher gestalten. Dadurch lassen sich mehr Ärzte dazu motivieren, eine Hausarztpraxis zu übernehmen, da eine Arbeitsteilung möglich ist. Besonders im ländlichen Bereich kann sich so die ärztliche allgemeinmedizinische Versorgung besser aufstellen. In Einzelordinationen können hinkünftig zwei Ärzte, in Gruppenpraxen vier Ärzte angestellt werden. Diese Anstellungszahl darf nur nach Vorgaben des österreichischen Strukturplan Gesundheit und im Falle einer Primärversorgungsvertrages überschritten werden. Hier gibt es also eine deutliche Abgrenzung zu den Ambulatorien. Klargestellt wird in diesem Zusammenhang auch die ärztliche Vertretungstätigkeit. Der dritte Bereich betrifft die Palliativmedizin und damit verbunden die Schmerztherapie. Oft ist ein Patient austherapiert und oder entscheidet sich aus eigenem Antrieb gegen weitere lebenserhaltende Maßnahmen. Die Patienten wissen, dass sie sterben werden, dass es keine Hoffnung mehr gibt. In diesem Fall ist es möglich, im Rahmen einer palliativmedizinischen Versorgung die letzte Zeitspanne des Sterbens möglichst schmerzfrei zu verbringen. Die Parlamentarische Enquete-Kommission sieht das als Würde am Ende des Lebens. Damit ist eine eindeutige, klare Abgrenzung zu strafbaren Handlungen wie Tötung auf Verlangen oder Mitwirken am Selbstmord gegeben. Es werde eindeutig geregelt, dass der Sterbeprozess bereits im Laufen ist und eine Besserung des Zustandes des Patienten nicht mehr erreicht werden kann, halten die Erläuterungen des Sozialministeriums klar fest. Die Ärzte und das behandelnde Team stehen den Sterbenden so bei und ermöglichen einen würdevollen Abschied. Gut versorgt, weitgehend schmerzfrei in einem ruhigen Umfeld. Der eine oder andere von uns hat doch schon in seiner eigenen Familie solche Situationen möglicherweise miterlebt. Herzlichen Dank an alle, die den Patientinnen und Patienten, den Familien in dieser Zeit beistehen und auch diese Zeit zu etwas ganz Besonderem machen. Alle drei Maßnahmen tragen zu mehr Rechtssicherheit bei und werden den Ärzten bei ihrer Arbeit die Arbeit etwas leichter machen. Herzlichen Dank. Die Arbeit der Ärzte in Österreich würde durch diese Gesetzesnovelle erleichtert, sagt Thomas Scherer-Bauer von den Freiheitlichen.